Meine 19. Etappe auf dem Jakobsweg ging am 8.04.2011 von Villa d'Agos del Páramo nach Astorga, circa 31 Kilometer. Der Höhenunterschied an dem Tag, der zu überwinden war, war circa 190 Meter im Aufstieg als auch im Abstieg. Der erste Wegabschnitt an diesem Tag ging schwerpunktmäßig über Feldwege, die parallel zu kleineren Landstraßen verliefen. Der Rio Órbigo wird von einer mittelalterlichen Brücke mit 20 Bögen überspannt. Leider war diese gerade eingerüstet und wurde renoviert, daher habe ich keine Bilder von der Brücke gemacht. Man erreicht, wenn man die Brücke überschreitet, den Ort Hospital de Órbigo, den ich allerdings relativ zügig durchwandert habe, weil mein eigentliches Etappenziel an diesem Tag Astorga war. Nach dem Verlassen von Hospital de Órbigo wurde der Weg einsamer, weil die Feldwege sich schwerpunktmäßig durch Felder zogen und man nicht mehr parallel zu Landstraßen lief. Der Weg wurde an diesem Tag immer einsamer, die Landschaft veränderte sich erst so etwas steppenartig, was dann mit zunehmendem Laufen in so eine Art Savannenlandschaft überging. In San Justo de la Vega wollte ich eigentlich meine Wasservorräte auffüllen. Leider kam ich genau in der Siesta-Zeit an und fand auch keinen Brunnen. Daher musste ich mit meinem restlichen Wasser auskommen, bis ich Astorga erreichte. Der Weg zog sich allerdings bei der Hitze doch länger wie gedacht. Kurz bevor man in Astorga ankommt, gibt es eine Fußgängerbrücke, die über ein oder zwei Gleise führt, die extrem überdimensioniert ist und man steht da vor einem riesen Koloss und das ist eigentlich ziemlich spaßig gewesen, weil das einfach so überdimensioniert ist. Als ich dann in Astorga
endlich angekommen bin, habe ich die erste Bar aufgesucht, da erstmal ein, zwei Bier getrunken und von da aus bin ich dann weitergelaufen, bis ich die Kathedrale erreichte und da war das Hotel Gaudí. Da habe ich mir dann ein Zimmer genommen, hat 40 Euro gekostet. Das war vom Preis her komplett in Ordnung. Im Nachhinein habe ich auch noch erfahren, als ich das Hörbuch nochmal hörte vom Harpe Kerkeling, dass er auch in dem Hotel übernachtet hat. Das war auch ganz spaßig, so als Anekdote. An dem Abend bin ich dann nicht mehr groß essen gegangen. Ich war im Supermarkt, habe mich reichlich mit Getränken eingedeckt für den Abend und für den nächsten Tag. Hab mir ein neues Trockenobst gekauft und auch noch ein paar Schokocroissants und hab dann sozusagen mal einfach die Zeit auf dem Zimmer verbracht, ausgiebig gebadet, mich erholt. Die Badewanne war von den Maßen her mal richtig groß, sodass man sich richtig reinlegen konnte. Und hab einfach einen ruhigen Abend noch gemacht. Hab mir unterwegs auch noch mal eine Bildzeitung gekauft. Einfach mal wieder zu wissen, was auch in Deutschland los ist, weil man hat doch nicht jeden Tag Internetzugang bzw. einen Fernseher und einfach, um mich mal wieder zu informieren, was in der Heimat so los ist. Das war meine 19. Etappe gelaufen am 8.4.2011 von Villa d'Arcos del Páramo nach Astorga, circa 31 Kilometer.